Einen schönen guten Abend. Wir handeln heute von einem ganz besonderen Gegenstand, einem Brief Kafkas, den das Deutsche Literaturarchiv Ende 2020 erwerben konnte. Er steht im Zusammenhang mit dem Schlossroman, also einem der drei großen letzten unvollendeten Romane Kafkas, wo Briefe in besonderer Weise eine Rolle spielen. K. gibt sich als Landvermesser aus und erhält Briefe von einem eigentümlichen Beamten namens Klamm. Sie werden ihm überbracht durch den Boten Barnabas, der selbst eine eigentümliche Rolle spielt, zu jung ist eigentlich für sein Amt. Und die Briefe selbst entpuppen sich als eigentümliche Dinge. Der eine Brief wird für einen Privatbrief gehalten, für ein öffentliches Dokument gehalten, ist aber letztlich ein Privatbrief. Ja, soll K. mitteilen, dass er nun in diesem Dorf angekommen ist, aber er soll sich nicht sicher sein. Und im zweiten Brief wird die Arbeit als Landvermesser gelobt, obwohl K. der gleiche Arbeit eigentlich gar nicht verrichtete mit seinen Gehilfen. Dunkle Briefe, schwierige Briefe, diese sind das Thema des heutigen Abends. Und ich freue mich, dass Ulrich von Bülow einige Worte sagen wird über die Briefe im Archiv. Ulrich von Bülow ist, wie die meisten von Ihnen wissen werden, wenn ich auf die Liste der Gesprächsteilnehmer schaue, Leiter der Abteilung Archiv im DLA Marbach, hat viel publiziert, zuletzt das Buch Papierarbeiter im Jahr 2018 im Wallstein Verlag. Und er befindet sich hier im Gespräch mit Andreas Platthaus, einem Journalisten und Schriftsteller, den meisten von Ihnen wohl ebenfalls bekannt durch seine Biografien über Walt Disney und Herrhausen, viele Bücher über Comics und Graphic Novels durch einen eigenen Roman, dadurch, dass er seit 2016 Chef des Ressorts Literatur und literarisches Leben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist und, das ist natürlich auch zu erwähnen, Ehrenpräsident und Ehrenmitglied der Comic Insider Vereinigung Donald, mit dem Hessischen Kulturpreis ausgezeichnet wurde im Jahr 2018 und außerdem Mitglied der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse im November 2020 war. Ich freue mich also jetzt auf einige Worte von Ulrich von Bülow. Wir werden im Laufe des Abends aus Briefen Kafkas lesen und diese dann interpretieren. Sie haben die Möglichkeit, das ist noch wichtig zu sagen, Sie haben die Möglichkeit zu fragen über den Chat und ich darf Sie bitten, während des Gesprächs die Mikrofone zunächst ausgeschaltet zu lassen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja, wir wollen heute Abend einen Brief von Franz Kafka interpretieren. Er soll im Mittelpunkt stehen, aber wegen der Hintergründe wollten wir kurz vorher Ihnen einige Worte verlieren über Franz Kafka und seine Papiere in Marbach und dann über das Briefeschreiben von Kafka, wo er einen Brief kurz erwähnen, in dem Kafka sich darüber geäußert hat, was das Briefeschreiben für ihn bedeutet hat. Und dann kommen wir im Hauptteil eben zu dem eigentlichen Brief mit einer kurzen Vorstellung der Protagonisten und dann mit einer wirklichen Textinterpretation. Ich bin gespannt, wie es wird, und fange an, Ihnen zu berichten, was Kafka für uns im Deutschen Literaturarchiv bedeutet. Er bedeutet sehr viel, weil als das Deutsche Literaturarchiv 1955 gegründet wurde, eben mit dem Auftrag, deutschsprachige Literatur zu sammeln, seit der Aufklärung und vor allen Dingen auch im 20. Jahrhundert, dann war ja ganz klar, dass Franz Kafka einer der Hauptprotagonisten sein muss. Und es wurde dann schon ein Jahr später, nämlich 1956, ein Manuskript erworben auf einer Auktion, und zwar vom Dorfschullehrer. Das war damals bedeutend, weil man zum ersten Mal ein Manuskript im öffentlichen Besitz hatte und zum ersten Mal schauen konnte, wie Max Brod die Werke von Kafka ediert hatte. 1988 kam dann das Prozessmanuskript dazu. Das ist ein sehr aufsehenerregender Kauf gewesen. Und es gab inzwischen schon mehrere Ausstellungen in Marbach über den Prozess.
Es gab die Sammlung Silberwerk, das ist ein kleiner Splitter vom Nachlass. Und dann schließlich 2018 einige Blätter, die beinhalten einen Versuch von Franz Kafka und Max Brod zusammen einen Roman zu schreiben. Der sollte heißen Richard und Samuel. Der eigentliche Nachlass von Kafka ist nicht in Marbach. Der ist in Oxford schon seit vielen Jahren. Er ist nicht sehr groß, aber die Hauptschriften sind dabei, weil Max Brod sie 1939 hat retten können. Die Hauptbestandteile der Marbacher Sammlung sind Briefe. Das ist logisch, weil die Briefe sind nicht im Nachlass eines Menschen, sondern immer bei den Adressaten. Und wir haben eben über die Jahre vor allem sehr viele Brieffolgen, und zwar Brieffolgen an Frauen, hier erwerben können. Das waren die Briefe an Milena Jesenska, die Briefe an Hedwig Weiler, an Grete Bloch und schließlich gemeinsam mit der Bodleian Library in Oxford die Briefe an seine Schwester Ottler. Wir haben einige Briefe auch von Max Brod erwerben können im Laufe der Zeit. Die kamen immer mal wieder über Auktionen auf den Markt. Nicht immer konnten wir mithalten, aber ab und zu ist uns das gelungen. Beispielsweise bei dem Mäusebrief, der auch eine eigene Ausstellung hier in Marbach einmal hatte. Der Brief, um den es nachher gehen wird, der wurde uns, den konnten wir erwerben mit dankenswerter Unterstützung, das sei hier auch nochmal ausdrücklich gesagt, der Bundesbeauftragten für Kunst und Medien von Karl Albrecht, der Bertolt-Leibinger-Stiftung, unserem Freundeskreis und Heiner Bastian. Also die Briefe spielen eine ganz besondere Rolle in Marbach. Die Briefe von Franz Kafka, die Gegenbriefe sind meistens nicht vorhanden, weil eben der Nachlass von Franz Kafka eigentlich nur in sehr reduzierter Form gerettet werden konnte. Und Kafka war ein großer Briefschreiber. Darüber sind sich alle Kafka-Experten einig. Und er selber hat auch über das Briefeschreiben sich gelegentlich Gedanken gemacht. Und gerade auch in dem Jahr, in dem der Brief an Max Brod, um den es heute gehen soll, nämlich im Jahr 1922, da hat er nach einer zweijährigen Pause wieder mal geschrieben an Milena Jesenska. Das heißt, er wollte schreiben, es ist nur ein Entwurf geblieben. Und anstatt sich, um sich für das lange Schweigen quasi zu entschuldigen, hat er eine kleine Abhandlung eigentlich geschrieben über das Briefeschreiben. Die wollen wir Ihnen jetzt zu Gehör bringen. Liebe Sandra. Herzlichen Dank, lieber Ulrich. Vielleicht für diejenigen, die nicht so bewandert sind in der Kafka-Philologie, wer war Milena? Milena war vielleicht die interessanteste der kafkaschen Frauen. Sie entstammt dem gehobenen Bürgertum und war selbst Autorin. Das ist nicht zu vergessen. Und das wird vielleicht sogar auch sehr schnell deutlich, wenn man diesen Brief anschaut, der kein gewöhnlicher Brief ist, der einfach berichtet von Ereignissen, sondern doch anderen Charakter hat. Milena Jesenska besuchte ein Mädchengymnasium, sie studierte Medizin, sie führte ein Leben der Bohème, sehr zum Ärger ihres Vaters, denn sie machte Schulden, nahm Morphium, hatte eine Abtreibung hinter sich und heiratete Ernst Pollack, einen jüdisch-deutschen Bohemier, auch wiederum sehr zum Missfallen des Vaters, auch zum Missfallen Kafkas im Übrigen, dessen ja, Geliebte sie zeitweise wurde. Sie arbeitete als Sprachlehrerin, Kofferträgerin an einem Bahnhof, bevor sie die Chance bekam, für die Zeitschrift Tribuna eigene Beiträge zu verfassen. Sie übersetzte Kafka, aber das Liebesverhältnis zwischen beiden scheiterte offenbar auch, weil Milena sich nicht von Ernst Pollack lösen wollte. Sie galt Kafka als lebendiges Feuer, das ihn zu verbrennen schien, so viel Energie trug sie in sich. Der Brief, den er ihr nun schreibt und aus dem ich gleich vorlesen möchte, der ist entstanden, als Kafka aus Spindlermühle zurückgekehrt ist. Brod kurz vorher erste Kapitel aus dem Schlossfragment vorlas und dann offenbar reflektierte über die Frage des Briefeschreibens. An Milena Jesenska, Ende März 1922, ein Ausschnitt aus einem
tatsächlich sehr wichtigen Brief. Entschuldigen müsste ich mein Nichtschreiben eigentlich nicht. Sie wissen ja, wie ich Briefe hasse. Alles Unglück meines Lebens, womit ich nicht klagen, sondern eine allgemein belehrende Feststellung machen will, kommt, wenn man will, von Briefen oder von der Möglichkeit des Briefeschreibens her. Menschen haben mich kaum jemals betrogen, aber Briefe immer. Und zwar auch hier nicht Fremde, sondern meine eigenen. Es ist in meinem Fall ein besonderes Unglück, von dem ich nicht weiter reden will, aber gleichzeitig auch ein allgemeines. Die leichte Möglichkeit des Briefeschreibens muss bloß theoretisch gesehen eine schreckliche Zerrüttung der Seelen in die Welt gebracht haben. Es ist ja ein Verkehr mit Gespenstern. Und zwar nicht nur mit dem Gespenst des Adressaten, sondern auch mit dem eigenen Gespenst, das sich einem unter der Hand in dem Brief, den man schreibt, entwickelt oder gar in einer Folge von Briefen, wo ein Brief den anderen erhärtet und sich auf ihn als Zeugen berufen kann. Wie kam man nur auf den Gedanken, dass Menschen durch Briefe miteinander verkehren können? Man kann an einen fremden Menschen denken, an einen fernen Menschen denken, pardon, und man kann einen nahen Menschen fassen. Alles andere geht über Menschenkraft. Briefe schreiben aber heißt, sich von den Gespenstern zu entblößen, worauf sie gierig warten. Geschriebene Küsse kommen nicht an ihren Ort, sondern werden von den Gespenstern auf dem Weg ausgetrunken. Durch diese reichliche Nahrung vermehren sie sich ja so unerhört. Die Menschheit fühlt das und kämpft dagegen. Sie hat, um möglichst das Gespenstische zwischen den Menschen auszuschalten und den natürlichen Verkehr, den Frieden der Seelen zu erreichen, die Eisenbahn, das Auto, den Aeroplan erfunden. Aber es hilft nichts mehr. Es sind offenbar Erfindungen, die schon im Absturz gemacht werden. Die Gegenseite ist so viel ruhiger und stärker. Sie hat nach der Post den Telegrafen erfunden, das Telefon, die Funkentelegrafie. Die Geister werden nicht verhungern, aber sie werden zugrunde gehen. Die Geister, die Gespenster, das ist das Zentralmotiv in diesem Text. Und Verkehr mit Gespenstern, das heißt offenbar Verkehr auf zwei Ebenen. Einmal mit dem Gespenst des Adressaten, der einem an sich vielleicht sogar sehr nahe ist, aber fernrückt durch das Briefschreiben, und dann das Gespenst im Selbst, das beim Schreiben sich eigentümlich entpuppt und eine Eigendynamik gewinnt. Und gleichzeitig geht es um ein Gespenstisches zwischen den Menschen, das zugleich auch existiert und das etwas Eigenes erfindet, nämlich die neuen Medien. Es scheint so, als verpacke Kafka in diesem Brief Medienkritik. Eine Medienkritik, die ganz deutlich artikuliert wird. Das ist etwas, das die Menschen voneinander distanziert, das nicht angemessen ist, dass die unmittelbare Kommunikation verhindert, dass eben eine komische Eigendynamik mit sich bringt. Aber gleichzeitig wundert man sich doch, wenn man das liest. Ist es tatsächlich so, dass das Briefeschreiben so schwierig ist? Die neuen Medien, die damals neuen Medien so schwierig sind? Man denke an die schönen Passagen aus dem Schloss, etwa an diejenige, diese markante Passage, und die Gehilfen nach dem Telefon greifen wollen, um K. zu melden. Und K. es selber tut und schließlich in den Telefonhörer hineinhorcht und ein Summen hört, beinahe meditativ, und gar nicht lassen will von diesem Gerät. Ist das tatsächlich so einfach mit den Medien, den Briefen, den Gespenstern? Andreas Platthaus, Ulrich von Bülow. Herr Platthaus ist zuständig als Medienvertreter. Weil man natürlich sofort sagen muss, dass die Zuständigkeit eines Zeitungsredakteurs für Briefe eine dann doch sehr, sehr weit, also schmale ist, nicht sehr weitgehend ist. Wir sind nun mit einem schriftlichen Medium befasst, was tatsächlich ganz körperlich immer noch ist. Und das Interessante an Kafkas Ausführung, gerade im Begriff des Gespenstes, den er hier so stark macht, ist natürlich die vollkommene Entkörperlichung. Im Endeffekt handelt es sich um eine Kommunikation, die er in diesem Brief an Milena beschreibt, die eben nicht zwischen Geistern stattfindet. Diesen Begriff hätte er genauso auch verwenden können, aber er benutzt sehr bewusst den Begriff des Gespenstes, also eine Art ätherisches Wesen, nicht greifbar, letztlich aber auch nicht in der Doppeldeutigkeit als Geist zu fassen, also mit menschlichem Geist, sondern es handelt sich um etwas eben vollkommen Körperloses.
Und das ist, glaube ich, fast eine Idealvorstellung von Kafka. Ich sehe darin weniger eine Kritik des Briefeschreibens, eine Skepsis gegenüber modernen Kommunikationsmitteln, als das ihm genau Adäquate, wie man miteinander kommunizieren sollte. Kafka war jemand, der weniger daran interessiert war, sich mit den Menschen unmittelbar auszutauschen. Ihm bedeutete das Alleinsein sehr viel. Da werden wir heute wahrscheinlich noch häufig drauf zurückkommen. Und dementsprechend sind Briefe die beste Form, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn er hier am Ende sagt, dass die Geister nicht verhungern werden, aber wir zugrunde gehen werden, dann heißt es ja letztlich, dass die Gespenster überleben, dass all das Körperliche letztlich nicht mehr da sein wird. Auch zur Todesthematik werden wir noch kommen, aber dass etwas überlebt. Und das ist natürlich in der Schrift selbst begründet. Das ist das, wofür Kafka in gewisser Weise lebt, was ihn gleichzeitig extrem ängstlich stimmt, weil er weiß, mehr wird auch nicht bleiben. Aber in diesem Brief steckt eigentlich schon die zentrale Erkenntnis all der vielen, vielen Korrespondenzen des Sommers 1922 drin, wo es, wie wir eben nachher noch sehen werden, vor allem ums Verhältnis zur Angst und zum Sterben gehen wird. Das ist hier spielerisch angelegt, auch, finde ich, sehr witzig dargelegt, aber in den Grundzügen schon ganz klar erkennbar. Ja, also ich würde da etwas widersprechen. Wir müssen ja auch ein bisschen Leben in unsere Diskussion bringen. Also ich sehe da nicht ein Loblied sozusagen des Briefeschreibens, sondern ich sehe wirklich eher ein Loblied darin, ex negativo, des persönlichen Gesprächs. Wie Sandra Richter das vorhin sagte, nämlich des Gesprächs, das eben etwas anderes ist als eine vermittelte Kommunikation, als eine symbolische Kommunikation. Ein Gespräch, wo man das Gegenüber wirklich sieht und manchmal ja durch einen Blick schon zum Schweigen gebracht wird. Und wenn man gerade dieses Körpersprachliche, was jedes Gespräch begleitet, wenn man darauf Wert legt und ich denke, dass Kafka da sehr viel Wert drauf gelegt hat, dann sieht man beispielsweise, dass im Schloss, aber auch in anderen Romanen, gerade dieser Aspekt in Kafkas Schreiben auch eine sehr große Rolle spielt. Also man erfährt immer die Gesten der Menschen, die sprechen. Man erfährt, ob sie eine Augenbrauen hochziehen oder welche Faxen mit den Händen dabei machen. Das ist ja oft schon slapstickhaft. Und man denkt natürlich auch an den Stummfilm, der ja auch Kommunikation darstellt und nur die Körpersprache eigentlich hat. Also ich denke, das ist schon ein Loblied der unmittelbaren, direkten Kommunikation. Das ist auch etwas, was uns ja gerade in der Pandemiezeit sehr, sehr nahe ist eigentlich, ne? Dass gerade das fehlt. Und dass das aber eigentlich die Urform der Kommunikation ist, weil die Gespenster, von denen er redet, das ist das Gespenst des Adressaten. Also eigentlich sind wir alle die Gespenster, die jetzt Kafkas Briefe hier nach so vielen Jahrhunderten, nach so vielen Jahrzehnten lesen. Aber der Adressat wird für mich zum Gespenst darum, weil er nicht mehr, keine lebende Person ist. Er kann nicht mehr widersprechen, er kann nicht mehr ins Wort fallen, er kann nicht mehr kommentieren, was man sagt oder was man, und zwar in Echtzeit. Also der Sozialpsychologe Alfred Schütz, der spricht da von der Symptomfülle, die in einem wirklichen Gespräch da ist. Und die nimmt eben ab, je mehr das vermittelt ist, das Gespräch. Und damit ist verbunden eben eine die stärkere Rolle der Fantasie. Man muss sich den Gesprächspartner vorstellen, aber weil er eben nicht widersprechen kann, kann man sich alles Mögliche vorstellen. Man kann ihn sich zurechtmachen. Und man kann auch in einem Brief ein Bild von sich entwerfen, was einem nicht gelingen würde, wenn man sehen würde, dass der Gegenüber gelangweilt an die Decke schaut oder jemanden unterbricht. Ja, also ich für mich ist das eigentlich ein Loblied der unmittelbaren Kommunikation. Und natürlich meint Kafka auch nicht nur das Briefeschreiben, sondern auch das Schreiben an sich, also auch das Schreiben für ein Publikum. Auch das ist ein Schreiben für ein, es ist eine einseitige Sache, ein Schreiben für ein Publikum, was man nicht kennt. Das ist zu großen Teilen anonym. Und das ist auch, da ist genau das Gleiche. Also man kann sich da alles Mögliche vorstellen für die Adressaten, aber auch kann ein Bild entwerfen, was eben mehr Fantasie als Wirklichkeit ist. Das ist eine Art Gefahr. Es ist wunderbar, wenn zwei sich streiten, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, als lachende Dritte möglicherweise daraus hervorzugehen.
Ich glaube tatsächlich, dass in dem Brief vieles angelegt ist. Der Einstieg ist massiv, sehr stark affektiv aufgeladen. Ich hasse Briefe, heißt es dort. Das sind natürlich starke Vokabeln, allemal für Kafka. Und ich fand jetzt die Interpretation von Herrn Platthaus, dass es hier, dass die Vokabel Gespenst so bewusst genutzt wird und eben es nicht Geist heißt, die fand ich sehr faszinierend. Ich glaube aber, dass Kafka die auch nochmal bricht. Und zwar in einem Satz, den ich am Schluss vorgelesen habe, die Geister werden nicht verhungern, aber wir werden zugrunde gehen. Und das ist ganz dubios. Da werden die Geister, die ja eigentlich ätherisch sind, die werden plötzlich zu Körpern. Die werden nicht verhungern. Das sind keine Hungerkünstler. Das sind fette, dicke Geister, die sich vollsaugen und die den Menschen sozusagen, den Menschen verhungern lassen, der da so nebenbei wegstirbt. Die Geister erfinden sich immer etwas Neues. Man denkt beinahe an die amerikanischen Romane der Zeit, die dann so die Großstädte schildern und etwa den Jungle von Upton Sinclair oder sowas. Und also die neuen Medien, die neuen Industrien sich fettsaugen und die Menschen eigentlich, das authentische Kommunizieren, was Ulrich von Bülow so stark gemacht hat, tatsächlich nicht mehr vorkommt und in der Eigendynamik des Medialen gänzlich verloren geht. Man könnte beinahe allerdings auch in dem Text an einigen Stellen sowas wie Ironie entdecken. Es ist so stark, dass das verdächtig klingt. Das würde ich unterstreichen. Für mich ist dieser Brief ein Trick. Er sagt, ich hasse Briefe, aber wie wir schon am Anfang gehört haben, Kafka hat Briefe geschrieben wie ein Weltmeister. Das war seine Kommunikationsform. Und wie Sie völlig richtig sagen, er hat Milena lange nicht gesehen. Er hat ja auch lange nicht geschrieben. Er ist ihr sehr häufig ausgewichen. Es gab immer wieder die Bemühungen, die beiden zusammenzubringen. Max Brod war vorbildlich in seinen Kuppeleigenschaften. Aber es hat prinzipiell nie funktioniert. Und was Kafka hier tut, ist für mich wirklich die Arbeit eines Tricksters. Er sagt, natürlich würde ich dich viel lieber sehen. Natürlich sind die Briefe ein reiner Ersatz. Das funktioniert überhaupt nicht, aber das ist in seinen Augen vollkommener Unsinn. Das ist die Form, wie er mit Leuten umzugehen pflegt. Und das steckt für mich da drin. Für mich ist das eine riesige Liebeserklärung ans Briefeschreiben, weil das die einzige Form ist, die ihm genehm ist im Umgang mit Menschen. Natürlich mit gewissen Ausnahmen. Brod hat er gerne getroffen, den Prager Kreis hat er gerne besucht. Aber wenn wir uns den späten Kafka ansehen, dann ist die Vermeidungsstrategie im Umgang mit Menschen eine absolut konsequente. Und das Schreiben setzt genau in diesem Moment ja wieder massiv ein. Er war ja literarisch einige Jahre lang so gut wie gar nicht tätig. Und jetzt wird er es wieder, in dem Moment, wo er aufhört, in sich große soziale Kontakte mit Menschen zu begeben. Und dementsprechend ist dieser Brief für mich in der Tat gar nichts anderes als eine Legitimation dieser Verhaltensweise. Aber gleichwohl sagt er doch wohl so etwas wie, man könnte sich mal wieder treffen. Also die Verhaltensweise ist schön, aber in der Tat, die gerade durch die Ironie wird ja durchaus auf dem Silbertablett signalisiert, ich würde dich gerne einmal wiedersehen. Es passiert aber nicht. Das ist ja wirklich diese witzige Situation, dass er in dem Ort, wo er dann später sitzen wird, an einer Bahnstrecke ist, das hat Rainer Stach ganz wunderbar beschrieben und auch herausgefunden, wo die Züge zwischen Berlin und Wien hin und her fuhren. Also die Züge, in denen Milena sich dauernd hin und her bewegte. Aber natürlich ist Kafka nie auf den Gedanken gekommen, mal an irgendeine Station dieser Linie zu gehen, wo Milena hätte aussteigen können, obwohl er wochenlang die Möglichkeit dazu hatte. Also wie gesagt, ich bin nicht so ganz sicher, Ironie ganz sicher, aber ich fürchte sehr viel mehr Selbstironie, in dem Sinne, dass er sagt, ja, ich beschreibe das hier zwar, aber es ist natürlich ganz anders. Naja, nun ist es auch nicht sehr attraktiv, an einer Bahnstation zu warten, wenn man nicht weiß, ob diejenige tatsächlich aussteigt. Aber vielleicht hat Ulrich hier noch einen Einwand. Nee, ich habe keinen Einwand. Ich denke, dass wir auf alle diese Themen ja noch zurückkommen werden, denn wir werden ja nachher uns noch mit dem längeren Brief beschäftigen. Und ich dachte, dass wir zwischendurch nochmal diesen Brief mit seinen Protagonisten vorstellen. Also einige Worte sagen zu Max Brod und dann auch zur Lebenssituation von Kafka, weil das ja Hintergründe sind für den Brief nachher. Ich fange mal mit Brod an und alle anderen mögen ergänzen. Max Brod, Kafka-Freund, Jurastudent ursprünglich, Kafka bekannt, zunächst durch einen Vortrag über Schopenhauer 1902 gehalten. Kafka sprach ihn daraufhin an. Der Vortrag, den hat Brod gehalten in der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag und es war offenbar sehr eindrucksvoll. Man ist sich zuvor schon begegnet, aber erst jetzt beginnt die Annäherung. Kafka folgt Brod
nimmt den Kontakt auf. Und sie werden in der Tat Freunde. 1907 wird Roth bei der Prager Postdirektion angestellt. Offenbar findet er es attraktiv, einen Arbeitsplan zu haben, Arbeitszeiten zu haben, die ihm zugleich das Schreiben ermöglichen. Er ist bald ein erfolgreicher und neudeutsch gesagt gut vernetzter Schriftsteller. Ab 1908, nach dem Tod von Broths Freund Max Bäumel, intensiviert sich die Freundschaft und Broth wird zugleich der Mentor Kafkas. Kafka zweifelt am Schreiben, sorgt sich und Broth, der offenbar souveränere, übernimmt hier die Führung. Gemeinsame literarische Projekte werden dennoch nichts und bis zu Broth nimmt die Freundschaft nach und nach ab. Gleichwohl wird Broth Kafkas Nachlassverwalter, obwohl er paradoxerweise mit der Vernichtung der Werke beauftragt war. Er erfüllt diesen letzten Willen nicht, sondern macht sich flugs an das Herausgeben der kafkaschen Schriften. 1925 bis 27 beginnt er mit der Veröffentlichung der Romanfragmente und bald auch entsteht eine Werkausgabe. Roth ist häufig beschuldigt worden, Kafkas Werk zu sehr ins Jüdische zu ziehen, zu sehr mystisch aufzuladen durch seine Interpretationen, durch seine Arbeit am Text. Und in der Tat wurde Broth durch den Einfluss von Martin Buber Zionist. Er floh 1939 nach Palästina oder emigrierte, je nachdem. Was war die Situation Kafkas, als er nun seinen langen Brief schrieb, von dem wir gleich handeln werden? Er hatte mehrere Zusammenbrüche hinter sich im Jahr 1922 aus unterschiedlichen Gründen. Mal war es der Lärm der Kinder, mal schlicht nervliche Überlastung. Ende August des Jahres bricht er schließlich die Arbeit am Schlossfragment, am Schlossroman ab. Und nun schreibt er weiter Briefe. Ulrich. Ja, ich kann nur wenig ergänzen. Also man stellt sich von heute aus immer vor, sozusagen der große Kafka und wer kennt schon Max Broth? Damals war es genau umgekehrt. Also Max Broth war ein Jahr jünger, aber er war ein arrivierter Schriftsteller. Dieses Bild hier ist 1914 entstanden. Dieses Bild 1918, also einige Jahre noch vor. Noch nichts. Wie bitte? Man sieht keine Bilder. Ach, was sind das hier? Wir sehen den wunderschönen Brief, beziehungsweise wir sehen den Nachbau von Jens Tremmel, der unsere Briefe so kunstvoll nachbilden kann, dass sie aussehen wie Originale. So, jetzt? Das sieht gut aus. Gut. Entschuldigung. Also, ich weiß nicht, ob Sie das Bild gesehen haben. Oh, Moment. Moment. Dieses Bild zeigt jetzt Max Broth 1918 und man sieht schon an dem Bild, der hat sich richtig professionell aufnehmen lassen. Der hatte damals schon viele Romane, Novellen geschrieben. Er war ständig in der Presse als Feuilletonist unterwegs, war ein Musiker, der auch komponiert und Leos Janacek entdeckt. Also er hat ein Libretto für ihn geschrieben. Also er war ein wirklicher Literatur, stand im Mittelpunkt dieses Prager Kreises. Die haben ihn eigentlich als ihren Häuptling da angesehen. Und dagegen hat eben Franz Kafka damals noch wenig veröffentlicht. Aber die Rolle von Max Broth, die kann man eigentlich gar nicht unterschätzen, weil Max Broth einerseits Kafka immer wieder ermuntert hat, überhaupt zu schreiben. Er hat ihn auch angeregt, ein Tagebuch zu schreiben. Und er war für Kafka auch ein wirklicher Freund. Also die haben zusammen Urlaubsreisen unternommen. Er hat ihm im Detail, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, weil es im Brief eine Rolle spielt, Max Broth hat ihm über seine Eheprobleme berichtet, über seine außerehelichen Affären. Umgekehrt hat Kafka ihm auch alles Mögliche erzählt, was er wohl anderen wenig erzählt hat, oder beispielsweise Bordellbesuche. Und also das war eine wirklich freundschaftliche Begegnung. Und beide haben auch sich nicht nur dauernd getroffen, sondern wenn sie nicht zusammen gewohnt haben oder zusammen in Prag waren, dann haben sie einander viele Briefe geschrieben.
von denen meistens nur die erhalten sind, die Kafka geschrieben hat. Die von Max Brod gibt es auch, da gibt es nicht sehr viele Briefe. Das betrifft ja alle Korrespondenzen von Kafka, dass immer die Gegenseite so gut wie nicht vorhanden ist. Möchten Sie noch ergänzen, Herr Platthaus, zu Max Brod, sonst würden wir zu Kafka kommen? Ich glaube, wir können zu Kafka kommen. Die Brodsrolle ist wunderbar beschrieben. Irgendwie habe ich hier Probleme mit meinem Gerät. Sehen Sie jetzt Max Brod? Im Moment sehen wir die erste Seite des Kafka-Briefes. Irgendwas ist hier falsch. Moment. So, jetzt ist Max Brod zu sehen, ne? Ja. Ich muss das, tut mir leid, ich muss das einmal ausmachen hier und nochmal neu reingehen, sonst funktioniert das hier nicht. Ich habe nämlich offenbar zwei Fenster offen. So, jetzt müssten Sie Kafka sehen. Zusammen mit Ottler. Super, genau. Das ist ein Bild aus dem Jahr 1914. Kafka mit seiner Lieblingsschwester Ottler. Auch zu ihr hatte er ein ganz intimes Verhältnis. Das war seine Vertraute von Kindheit an. Und sie hat eine Riesenrolle gespielt in seinem Leben, auch weil sie ihm oft sozusagen Asyl geboten hat, als er nämlich 1917 erfuhr, dass er Tuberkulose hat. Da hat er sie... ist er bei ihr auf einem Dorf gewesen in Zürau, nördlich von Prag, wo sie landwirtschaftliche Ausbildung gemacht hat. Also die Ottler Kafka war sehr selbstständig und wusste genau, was sie wollte. Später spielt in dem Brief noch die Rolle ihr Mann. Das ist ein Dr. Josef David, der Tscheche war, der nationalistisch gesonnen war und zum Beispiel zuerst überhaupt nicht bereit war, mit Kafka Deutsch zu sprechen. Das ist Ottler. Und hier das nächste Bild, das ist... ist es jetzt zu sehen? Franz Kafka am Altstädter Ring. Das stammt aus dem kleinen Nachlassplitter von Helene Silberberg. Und... das stammt aus dem Jahr 1922 und ich vermute fast, dass es von jener Pragreise stammt, die Kafka unternommen hat während seiner Zeit in Plana heißt das, in dem Ort Plana in Südböhmen. Denn da war er im Jahre 1922. Um eben seine Tuberkulose, wenn nicht zu heilen, so doch Linderung zu verschaffen. Das war auch wieder eine Wohnung von Ottler Kafka, die auch während der Zeit, wo er in Plana war, anwesend war. Auch ihr Schwager war, der Schwager war meistens anwesend. Und ja, vielleicht zur biografischen Situation nochmal. Sie ergänzen bitte. Kafka hatte zu diesem Zeitpunkt, 1922, schon fast alle der heute bekannten Bücher und Werke verfasst. Bis auf den Roman Das Schloss. Das hat er 1922 begonnen, im Januar, und hat er, wie wir nachher gleich hören werden, im September beendet. Ja, das wäre von meiner Seite. Ergänzen Sie bitte. Wichtig noch, wenn Sie sagen, dass wir hier es wahrscheinlich mit einem Bild zu tun haben, was im Sommer 1922 in Prag aufgenommen worden ist. Er ist zum Juli 1922 von der Arbeiterversicherungsanstalt in Pension entlassen worden, wegen seiner schweren Erkrankung. Das heißt, er hatte jetzt zum ersten Mal in gewisser Weise auch alle Zeit der Welt zu schreiben. Mhm. Nicht, dass ihm das unglaublich sympathisch war, denn zumindest musste er auch ganz starke Gehaltseinbußen dafür in Kauf nehmen. Aber es war trotzdem eine große Beruhigung, dass er sich nicht mehr mit dieser Frage auseinandersetzen musste. Und eigentlich schien damit der Weg geebnet, jetzt wirklich eine Schriftstellerexistenz zu führen. Gut. Mit Max Brod hat er in dieser Zeit viele Briefe gewechselt.
Und in vielen dieser Briefe ging es auch direkt um das Schriftsteller-Dasein, um das, was es heißt, Schriftsteller zu sein. Also das unterstützt Ihre These, dass er jetzt nach seiner Pensionierung und wo er mitten im Roman war, sich auch Gedanken gemacht hat über seine Lebensführung quasi. Ja, das vielleicht vorausgeschickt. Fangen wir jetzt an mit unserem eigentlichen Thema, wenn ich so sagen kann, also mit dem Brief, den Franz Kafka an Max Brod geschrieben hat. Hier hat jemand draufgeschrieben, 11.09.1922, das ist der Poststempel. Man weiß nicht genau, also er wird das einige Tage vorher geschrieben haben. Und zuerst verwundert mal, dass Kafka hier nicht etwa Max Brod, an Max Brod es adressiert hat, sondern an einen Martin Salat oder Salat muss man wahrscheinlich aussprechen. Das ist aber ein Pseudonym von Max Brod. Und das Ganze ist postlagernd geschickt nach Prag. Und hier fehlt noch ein Teil, das heißt denn, die Prager Burg, also dieses Viertel, wo Max Brod wahrscheinlich zu dieser Zeit auch als Postbeamter gearbeitet hat. Ja, Kafka hat auf Wunsch von Max Brod dieses Pseudonym und auch dieses Verfahren des Postlagerns verwendet, weil es in den Briefwechsel, der zurückliegt, da ging das schon immer um die Affäre, die Max Brod zur gleichen Zeit hatte. Und deshalb, das wollte Max Brod wollte verhindern, dass seine Frau die Briefe liest von Kafka, weil er vermutet hatte und auch darum gebeten hatte, dass Kafka da Ratschläge gibt. Ja, dieser Brief hat insgesamt 8 Seiten. Sie sehen das hier, das sind 2 Doppelseiten, die kann man also aufschlagen und die sind vollkommen von vorne bis hinten beschrieben. Das finde ich schon mal interessant, also die Materialität von solchen Briefen. Kafka hat oft die Briefe einfach wirklich vollgeschrieben. Also wenn man sich fragt, warum ist ein Brief so und so lang, dann ist oft das Rätsel Lösung, er hatte eben 2 Doppelseiten sich genommen und die sind eben, da geht so und so viel Text drauf, ja. Und andere sind wieder kürzer, weil er nur eine Doppelseite genommen hatte. Also da spielt die Materialität eine Rolle. Zur Schrift können wir vielleicht nachher auch noch was sagen, aber vielleicht fange ich erst mal an, eine Portion von diesem Brief zu lesen. Ja? Wir haben den Brief 3 geteilt. Weil er recht lang ist und weil wir zwischendurch über die einzelnen Passagen, damit sie noch besser im Gedächtnis sind, sprechen können. So, ich hoffe, das ist alles jetzt sichtbar, wie ich das auch sehe. So, einen kleinen Moment. Lieber Max, rede nicht. Also vielleicht kann man noch kurz ergänzen, was in dem letzten Brief stand, der auch erhalten ist, von Max Brod. Kafka hatte während seiner Zeit in Plana überlegt, Oskar Baum, auch ein Mitglied dieses Prager Kreises, zu besuchen. Und er hat das schließlich nicht getan. Das ist, darauf werden wir bestimmt noch kommen. Und er hat dann hat Max Brod geschrieben, du hattest einen richtigen Instinkt, dass du da nicht hingefahren bist, weil es war furchtbar dort in Thüringen. Genau, also das vorausgeschickt, damit Sie verstehen, warum hier von Instinkt die Rede ist. Lieber Max, rede nicht von richtigen Instinkt, der mich geführt hat. Etwa wenn ich nicht nach Deutschland fuhr. Es war etwas anderes. Jetzt bin ich etwa eine Woche wieder hier. Diese Woche habe ich nicht sehr lustig verbracht, denn ich habe die Schlossgeschichte offenbar für immer liegen lassen müssen. Konnte sie seit dem Zusammenbruch, der eine Woche vor der Reise nach Prag begann, nicht wieder anknüpfen. Trotzdem das in Plana geschriebene nicht ganz so schlecht war, wie das, was du kennst. Jetzt ist die Klammer wieder zu Ende und er nimmt wieder Bezug auf diese Stelle hier. Diese Woche habe ich nicht sehr lustig verbracht. Nicht sehr lustig, aber sehr ruhig. Ich wurde fast dick, wie ich überhaupt am ruhigsten bin, wenn ich
mit Ottler allein bin, ohne Schwager und Gäste. Gestern Nachmittag, wieder sehr ruhig, gehe ich an der Küche der Hausfrau vorüber. Wir kommen in ein kleines Gespräch. Sie ist eine komplizierte Erscheinung. Nachdem sie bisher formell freundlich, aber kalt, böse, hinterlistig gegen uns gewesen ist, in den letzten Tagen vollständig unerklärbar offen, herzlich, freundlich zu uns geworden. Wir kommen also in ein kleines Gespräch über den Hund, über das Wetter, über mein Aussehen. Jetzt kommt hier eine tschechische Stelle, die ich nicht vorlesen kann. Die heißt aber auf Deutsch übersetzt, sie sahen aus wie der Tod, als sie ankamen. Und irgendein Teufel bläst mir ein zu protzen. Moment. Bläst mir ein zu protzen, dass es mir sehr gut hier gefällt und dass ich am liebsten überhaupt hier bliebe und dass mich nur die Rücksicht auf das Essen im Gasthaus davon abhält, Ihre Bemerkung, dass mir vielleicht bange wäre, lehne ich als lächerlich ab. Und nun geschieht etwas, was völlig unvorhersehbar war, nach unserem ganzen Verhältnis. Auch ist sie eine reiche Frau. Sie bietet sich an, mir das Essen zu geben, solange ich will, bespricht auch schon Details, das Abendessen und dergleichen. Ich danke hoch erfreut für das Angebot. Alles ist entschieden. Ich werde gewiss den ganzen Winter hierbleiben. Nochmals danke ich und gehe. Sofort, noch während ich die Treppe in mein Zimmer hinaufgehe, erfolgt der Zusammenbruch, in Anführungszeichen. Es ist der vierte hier in Plana. Der erste war an einem Lärmtag der Kinder, der zweite, als Oskars Brief kam, der dritte, als es sich darum handelte, dass Ottler schon am 1. September nach Prag übersiedeln und ich noch einen Monat bleiben und im Gasthaus essen soll. Das Äußere eines solchen Zustandes muss ich nicht beschreiben, das kennst du auch. Doch musst du an das höchst Gesteigerte denken, was du in deiner Erfahrung hast. Dort, wo es sich schon danach umsieht, wie es umklappen könnte. Vor allem weiß ich, dass ich nicht werde schlafen können. Der Schlafkraft wird das Herz herausgebissen. Ja, ich bin schon jetzt schlaflos. Ich nehme die Schlaflosigkeit förmlich vorweg. Ich leide, wie wenn... Moment, das muss ich hier mal... Moment. Ich leide, wie wenn ich schon die letzte Nacht schlaflos gewesen wäre. Ich gehe dann aus, kann an nichts anderes denken. Nichts als eine ungeheure Angst beschäftigt mich. Und in helleren Augenblicken noch die Angst vor der Angst. An einem Kreuzweg treffe ich zufällig Ottler. Es ist zufällig die gleiche Stelle, wo ich sie und meinen Antwortbrief für Oskar getroffen habe. Moment, wo ich sie mit meinem Antwortbrief für Oskar getroffen habe. Ja. Diesmal verläuft es ein wenig besser als damals. Es ist jetzt nämlich sehr wichtig, was Ottler sagen wird. Sagt sie nur das kleinste Wort der Zustimmung zu dem Plan, dann bin ich ohne Erbarmen zumindest für einige Tage verloren. Denn ich selbst, was mich selbst betrifft, habe ja aus mir heraus nicht den geringsten Einwand gegen den Plan. Es ist vielmehr die Erfüllung eines großen Wunsches, allein, ruhig, gut versorgt, nicht teuer den Herbst und Winter in dieser ungemein angenehmen Gegend zu verbringen. Was ist denn einzuwenden? Nichts als die Angst. Und die ist doch kein Einwand. Infolgedessen bin ich, wenn Ottler nichts einwendet, gezwungen, mit mir darum zu kämpfen. Ein Vernichtungskampf, der überdies gewiss nicht damit enden wird, dass ich bleibe. Nun also zum Glück sagt Ottler sofort, dass ich nicht bleiben darf. Die Luft ist zu rau, der Nebel und anderes. Damit ist die Spannung gelöst und ich kann das Geständnis machen. Es bleibt zwar noch die Schwierigkeit wegen der Annahme des Angebotes, aber die ist nach Meinung der Ottler gering. Mir scheint sie allerdings ungeheuer.
weil mir die Masse der ganzen Sache ins Ungeheure gehen, weil mir die Maße der ganzen Sache ins Ungeheure gehen. Vorläufig bin ich jedenfalls ein wenig beruhigt oder vielmehr nur der Verstand, soweit er an der Sache beteiligt ist. Ich selbst bin nicht beruhigt. Zu viel ist darauf beschworen, dass jetzt aus eigenem schon lebt und nicht mehr mit einem Wort zu beruhigen ist, sondern schon einen gewissen Zeitablauf benötigt. Ich gehe dann allein in den Wald, wie jeden Abend. Im dunklen Wald ist meine liebste Zeit. Diesmal aber weiß ich von nichts anderem als dem Schrecken. Den ganzen Abend hält er an und in der Nacht kann ich nicht schlafen. Erst am Morgen im Garten im Sonnenschein löst es sich ein wenig, als vor mir Ottler mit der Hausfrau gelegentlich darüber spricht, ich mich ein wenig einmische und zu meinem großen Staunen, das völlig außerhalb des Verstandes stattfindet, diese anderswo weltbewegende Angelegenheit hier durch ein paar flüchtig gewechselte Sätze ins Reine gebracht wird. Ich stehe da wie Gulliver, wenn die Riesenfrauen sich unterhalten. Es scheint sich sogar herauszustellen, dass die Hausfrau das Angebot nicht allzu ernst genommen hat. Ich aber behalte hohle Augen noch den ganzen Tag. Das war die erste Passage aus diesem Brief. Es ist eine die Erzählung eigentlich. Er erzählt von einem Gespräch mit der Hausfrau. Da stellen wir uns wahrscheinlich, müssen wir uns vorstellen, eine Dame, die dort den Haushalt geführt hat. Und er hat eigentlich den Wunsch, schon vorher mit Max Brod diskutiert, dort allein zu bleiben. Also er hat der zweite Zusammenbruch, der bestand ja darin, dass Oskar Baum ihn einfach nach Deutschland eingeladen hat. Und er hat sehr mit sich gerungen. Er fand es schön, Oskar Baum wieder zu treffen und die Abwechslung nach dem Dorfleben und so weiter. Aber schließlich hat er ähnlich wie hier auf sich selber gehört, gemerkt, es geht irgendwie nicht, was auch immer. Und hat dann sehr mit sich gerungen, ob er einen Brief schreiben kann. Dann hat er mit Max Brod besprochen, ob er den Brief schreiben kann, wie er den schreiben soll. Dann hat er telegrafiert, geschrieben und einen ganz langen Brief sowohl an Oskar Baum als auch an Max Brod geschrieben, wo er begründet hat, warum er eben nicht reisen kann. Und jetzt hier das genaue Gegenteil. Jetzt wäre er am Ziel seiner Wünsche. Er könnte den ganzen Winter dort verbringen. Er wäre voll versorgt. Es wäre alles wunderbar. Aber wieder spürt er einen Widerstand. Er beschreibt das ja geradezu als Kampf. Und ich finde das interessant, dass er hier auch so eine Art Zweiteilung macht. Ja? Also das Ich, von dem er spricht, das ist einerseits der Verstand. Aber dann gibt es noch eine andere Instanz, die eben Angst hat, die einen Schrecken empfindet. Ich glaube, bei ihm ist es vor allem auch die Angst, selber eine Entscheidung bereits getroffen zu haben. Der Schock darüber, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Das ist ja sehr witzig, wie er da beschreibt, das Problem ist gelöst. Die ursprüngliche Schwierigkeit, dort länger zu verweilen, lag vor allem an seinen Ernährungsgewohnheiten. Kafka begriff sich damals als Vegetarier, er war nicht total konsequent, aber Fleischessen war ihm sehr unheimlich und er wusste, Verpflegung würde er nur im nahen Gasthaus bekommen und die würden keinerlei Rücksicht auf seine Ernährungsgewohnheiten nehmen. Darum war die Aussicht, jetzt plötzlich bei seiner eigenen Hauswirtin bekocht zu werden, individuell, nach seinen Wünschen, natürlich eigentlich die Lösung des Problems. Und damit war der wichtigste Hemmnisgrund, dort zu verweilen, aus dem Weg geräumt. Und darum sagt er, das beschreibt er ja sehr nett in diesem Brief, auch sofort zu. Und kaum ist er dann unterwegs, weg von diesem Gespräch, setzen bei ihm die Zweifel an. Um Gottes Willen, was habe ich da gerade getan? Wie konnte ich mich dafür entscheiden, wirklich da zu verweilen? Ich habe bin eine Konsequenz eingegangen, über die ich mir überhaupt nicht vollkommen klar war. Und ab dann wartet er geradezu verzweifelt darauf, dass Ottler die ganze Sache jetzt wieder bereinigt und dann eben der Hauswirtin mitteilen wird, nein, 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 das passiert überhaupt nicht so.
Also wie Sie sagen, dieses Zwiegespaltene ist hier wirklich sowas von ersichtlich. Rational betrachtet, alles richtig gemacht, aber emotional betrachtet kann man mit einer rationalen Entscheidung, wie er sie hier getroffen hat, überhaupt nicht umgehen. Denn da könnte ja jetzt plötzlich wieder etwas draus resultieren, was überhaupt nicht mit bedacht worden ist. Und je mehr einem Entscheidungen abgenommen werden, desto besser ist es. Und hier ist Ottla wieder einmal diejenige, die ihm diese Entscheidung abnimmt. Und ab da fühlt er sich für einen kurzen Moment wieder wohl. Was passiert denn dann, wenn man von solcher Passage auf den Schlossroman blickt, auf das Fragment blickt, wo wir natürlich immer mit den Wirtshausszenen konfrontiert sind, die frappierend an diesen Brief erinnern? Da ist die Ratio mit sich allein und da gibt es keine Ottla. Da muss man irgendwie selbst und auch die Gehilfen helfen nicht und alle anderen auch nicht. Das ist doch dann der quasi auf sich selbst gestellte Geist des Kafka, der versucht, hier einen Ort zu finden und keinen findet, sondern sich selbst immer wieder weiter und immer verstärkter fremd wird. Ja, ich finde auch diese Figur der Hausfrau ist ja auch interessant, ja. Also es wird ja nicht uns gesagt, warum Kafka sie so böse und sogar hinterhältig fand. Aber es ist klar, das fand ein plötzlicher Umschwung statt. Plötzlich war sie ganz zutraulich und hilfsbereit. Und das erinnert auch, finde ich, sehr an die Welt des Schlossromans, wo ja auch ein Fremder praktisch, der überhaupt nicht vertraut ist mit den Sitten da, die da herrschen, dort sich dem Schloss annähert und eigentlich meistens Bahnhof versteht und nur versteht, dass er die Leute nicht versteht. Und ich glaube auch, dass Kafka hätte sich vielleicht gut vorstellen können, mit Ottla den Winter dort zu verbringen. Aber er brauchte eben Leute, die für ihn berechenbar waren. Und für ihn waren andere Leute nicht mehr berechenbar. Also diese Frau, glaube ich, die Vorstellung, dass sie ihm da dauernd das Essen bringt. Ich finde übrigens auch diese Formulierung, sie gibt ihm das Essen. Das erinnert doch, einem Hund gibt man das Essen oder einem Tier. Sonst versorgt man niemanden mit Essen. Oder man könnte es auch anders ausdrücken. Aber bei Kafka ist ja alles immer sehr, wenn nicht überlegt, aber doch instinktsicher. Ich finde übrigens auch der Briefeingang, wo es um den Instinkt geht, der ist auch schon, schlägt eigentlich schon das ganze Thema an, ne? Des Briefes. Nämlich der Widerstreit zwischen Vernunft und Rationalität und eben dem, was das Ich auch ausmacht. Und ja, vielleicht soweit. Wir kommen ja auf diese Sachen noch zurück, denn bisher hat Kafka diesen Vorfall, man könnte übrigens auch über Gulliver nochmal sprechen, ne? Das ist auch interessant, dass diese Riesenfrauen, auch das ist ein Thema im Schlossroman. Also wie werden dort die Frauen dargestellt? Das sind dort auch eigentlich die Leute, die Menschen, die den Laden schmeißen, auf denen das tägliche Leben beruht. Man hat viel über das schlechte Frauenbild im Schloss geschrieben schon, aber ich finde, die Männer kommen noch viel schlechter weg. Aber das ist keine große Kunst bei diesen Männerfiguren. Nein, aber ich finde auch, dass Amalia oder Frieda sind so unglaublich komplexe und interessante Gestalten, gerade weil sie so verrätselt sind. Weil K. überhaupt nicht genau weiß, was ihm da gerade mit diesen beiden Figuren widerfährt. Sie verschwinden immer wieder aus der Handlung. Es war auch kein Zufall, glaube ich, dass Max Brod in der ursprünglichen Ausgabe des Romans eine Stelle als Abschluss wählt. Er kappt ja fast ein Fünftel des Gesamtromans am Ende einfach weg, weil es da zu einer Art Klärung, zumindest durch Verschwinden der Beziehung von Kafka zu Frieda kommt. Und man sieht, dass dieser ganze Roman ist in gewisser Weise auf dieses Zusammensein mit den Frauen, von ihnen wieder profitieren, mit ihnen eine irgendwie geartete Verbindung eingehen, ausgerichtet. Viel mehr, als eigentlich zwischen den Männern passiert, zumindest in meinen Augen. Und da finde ich diesen Brief hier auch unglaublich faszinierend. Einerseits natürlich in der Bewunderung für Ottla, in diesem sich verlassen auf die Schwester, dass die das Problem schon lösen wird. Und dann eben diese wirklich einerseits diabolische und dann plötzlich wieder ganz anheimelnd wirkende Hausfrau, die in der Tat wie aus einem Kafka-Roman entsprungen sein könnte. Das mag daran liegen, wer der Briefeschreiber ist, aber diese Wahrnehmung zeigt natürlich, wie er seine Figuren aus der Realität herauslöst. Ich glaube, meine Herren, dass Sie da die Herren unterschätzen, also die Figuren im Schloss, die ja durchaus
ihre eigene Komplexität haben. Also diese Gehilfen, die wirken wie aus einem Slapstick entsprungen, die sind doch auch sehr liebenswert. Und die Boten, die nicht so richtig klarkommen und immer wieder Dinge anschleppen. Also das scheint mir doch auch nicht nur so zu sein, dass die Männerwelt dubios, schwierig und eigentümlich ist, dominiert durch Clams und andere Figuren und einen Grafen West-West, den man nicht zu sehen bekommt. Sondern hier scheint sich Ambivalenz doch schön zu verteilen. Ich gebe allerdings doch recht, wenn es um die Frida geht. Das ist eine ausgesprochen spannende Figur, die ja nicht umsonst mit Milena in Verbindung gebracht wird. Vielleicht eines erinnert mich auch an den Schlossroman, und zwar, wenn er hier einerseits diesen Gulliver zitiert, der ja als Zwerg eine riesenhafte Frau vor sich hat. Eine ähnliche Stelle gibt es in einem Brotbrief ein paar Monate vorher. Und andererseits, wenn er dort spricht von den ins Ungeheure vergrößerten Maßen. Und das ist ja bei ihm auch immer eine Methode, sozusagen etwas einfach zu vergrößern, wie mit einer Lupe anzuschauen und eigentlich zu übertreiben und, wenn man will, zur Kenntlichkeit zu entstellen. Auch dieser ganze Bericht, den wir jetzt gehört haben, ist ja, wenn man so will, übertrieben, aber mit einer analytischen Absicht. Also er will rauskriegen, was da mit ihm vorgeht. Und bisher war es ein Bericht, jetzt im zweiten Teil kommen wir zu der Deutung. Kafka gibt hier, was er ja in seinen Romanen selten tut, eine Deutung jetzt der Geschichte. Herr Plathaus, wollen Sie uns das nahebringen? Sehr gerne. Und schon der erste Satz in gewisser Weise leitet genau zu dem über, was Sie gerade beschrieben haben. Der erste Satz dieses zweiten Teils im Brief. Was ist das nun? Soweit ich es durchdenken kann, ist es nur eines. Du sagst, ich solle mich an Größerem zu erproben suchen. Das ist in gewissem Sinne richtig. Andererseits aber entscheiden doch die Verhältniszahlen nicht. Ich könnte mich auch in meinem Mauseloch erproben. Und dieses eine ist Furcht vor völliger Einsamkeit. Bliebe ich hier allein, wäre ich völlig einsam. Ich kann nicht mit den Leuten hier sprechen und tätig ist, wäre es Erhöhung der Einsamkeit. Und ich kenne andeutungsweise die Schrecken der Einsamkeit, nicht so sehr der einsamen Einsamkeit, als der Einsamkeit unter Menschen, etwa in der ersten Zeit in Matlia oder ein paar Tagen in Schwindelmühle. Doch davon will ich nicht reden. Wie ist es aber mit der Einsamkeit? Im Grunde ist doch die Einsamkeit mein einziges Ziel, meine größte Lockung. Meine Möglichkeit. Und vorausgesetzt, dass man überhaupt davon reden kann, dass ich mein Leben eingerichtet habe, so doch immer im Hinblick darauf, dass ich die Einsamkeit darin wohlfühle. Und trotzdem die Angst vor dem, das ich so liebe. Viel verständlicher ist die Angst um Erhaltung der Einsamkeit, die gleichwertig an Stärke ist und auf Anruf sofort bei der Hand. Zusammenbruch, als die Kinder schrien, als Oskars Brief kam. Und verständlicher sogar noch die Angst vor dem gewundenen Mittelweg. Und diese Angst ist noch die schwächste der drei. Zwischen diesen zwei Ängsten werde ich zerrieben. Die dritte hilft nur nach, wenn man merkt, dass ich flüchten will. Und schließlich will noch irgendein großer Müller hinter mir herzanken, dass sich bei der vielen Arbeit nichts Nahrhaftes ergeben hat. Jedenfalls ein Leben, wie es etwa mein getaufter Onkel geführt hat, wäre mir ein Grauen. Trotzdem es auf meinem Weg liegt. Allerdings nicht als Ziel, aber das war es auch ihm nicht. Erst in der letzten Verfallszeit. Bezeichnend ist es übrigens, dass mir in leeren Wohnungen so wohl ist. Aber wohl nicht in ganz leeren, sondern in solchen, welche voll Erinnerungen an Menschen sind und vorbereitet für weiteres Leben. Wohnungen mit eingerichteten ehelichen Schlafzimmern, Kinderzimmern, Küchen. Wohnungen, in die Frühpost für andere eingeworfen, Zeitung für andere eingesteckt wird. Nur darf niemand der wirklichen Bewohner kommen, wie es mir letztens geschehen ist, denn dann bin ich schwer gestört. Nun, das ist die Geschichte der Zusammenbrüche. Und da ist in der Tat, genau wie Sie sagen, einmal die Erklärung, die wir eben noch vermisst haben in dieser phänomenologischen Schilderung dessen, was ihm widerfahren ist. Nämlich jetzt erläutert er sehr genau, dass sein großes Problem der Umgang mit der Einsamkeit ist. Er sucht sie und gleichzeitig erträgt er sie nicht. Und all das, was er hier in den verschiedenen Typen von Einsamkeit und Ängsten vor Einsamkeit beschreibt,
besteht natürlich auch darin, dass Kafka sich seit einiger Zeit in der existenzialistischen Situation von jemandem befindet, der weiß, dass er vermutlich nicht mehr sehr lange zu leben haben wird. Er wusste, wie schwer krank er ist. Er wusste vielleicht nicht, dass das Ganze weniger als 2 Jahre für ihn weitere Lebenszeit bedeuten würde, aber er wusste, es würde lebensbedrohlich sein. Und er wusste, dass er, wenn er überhaupt noch etwas schaffen wollte, sich damit sehr beeilen musste. Und dafür war Einsamkeit natürlich ein extrem verlockendes Verhalten, weil ihm das Schaffenszeit gewährt hätte. Und gleichzeitig war es aber etwas, was man hier nun sehr deutlich merkt, was er eigentlich auch unerträglich findet. Er braucht eine Umgebung, die nicht einsam wirkt, aber gleichzeitig möchte er nicht gestört werden. Und das, finde ich, erklärt vieles von dem, was in diesem Sommer 1922 das große Problem bei ihm und im Umgang mit anderen Menschen ausgemacht hat. Ja. Ja, sehr schön ist das Bild von den leeren Wohnungen, in denen man sich wohlfühlt, also nur dort. Und wenn einer auftaucht, dann wird es immer wieder ungemütlich, obwohl man eigentlich natürlich denken würde, dass das Gegenteil wäre der Fall. Aber jede Form von Bürgerlichkeit, die bedroht die eigenen Schaffensmöglichkeiten, die hier da eindrucksvoll durch die Vokabeln von Einsamkeit, was ja letztlich ein sehr traditioneller Topos ist eigentlich, der hier so massiv belebt wird, romantischer Topos des einsamen Dichters, der nur einsam dichten kann und so weiter, hier existenzialistisch wiederbelebt wird, das ist schon äußerst markant für eine Poetik der Zeit, die sich im Brief auch findet. Es handelt sich um eine Ambivalenz, so würde ich das lesen. Ja? Also er ist von beiden gleich angezogen und gleich abgestoßen, von der Einsamkeit, aber auch von der Menschenwelt, wie er in einem anderen Brief schreibt. Also er unterscheidet da zwischen der Menschenwelt, nämlich der sozialen Welt, in der man eben auch interagieren muss, wo man auch bestimmte Verpflichtungen hat, wo man mit Unvorhergesehenem rechnen muss. Und das auf der einen Seite, das hat seine Schrecken, aber auch sein Schützendes, sein Anziehendes. Und dann aber auf der anderen Seite die eigene Welt der Fantasie. So lese ich auch diese Stelle mit der Wohnung, die nicht für ihn eingerichtet ist, aber eingerichtet ist. Sie regt nämlich die Fantasie ein, sich vorzustellen, man wäre dieser Mensch, der dort gewohnt hat eigentlich. Und man ist es aber nicht. Und deshalb, diese Illusion kann zerstört werden. Das erinnert mich sehr an diese Gespenstergeschichte in dem Milina-Brief. Das ist ja eine ähnliche Ambivalenz, dass man einerseits dieses Briefeschreiben, das Schreiben liebt, aber andererseits auch nicht, das kann auch nicht das ganze Leben sein. Ja? Also er schreibt ja dann zum Teil auch, dass er eigentlich, also dass er im Leben eigentlich nichts geschafft hat. Er vergleicht sich hier mit dem Onkel, mit dem christlich getauften Onkel. Das ist Onkel Rudolf Löwy. Der war Junggeselle und sein Vater hat ihn wohl immer damit verglichen und hat ihm vorgestellt, sozusagen, dass das ist ein Mensch in den Augen von Hermann Kafka, der es zu nichts gebracht hat. Er hat nicht geheiratet, er hat keinen ordentlichen Beruf, er war Beamter, immerhin Buchhalter, hat keine eigene Wohnung und hat es eigentlich im sozialen Leben praktisch zu keiner Position gebracht. Und genauso sah sich zeitweise auch Kafka. Also er hatte schon eine Sehnsucht auch nach dem normalen sozialen Leben. Aber andererseits hatte er eben auch diese Fluchtmöglichkeit. Aber interessant ist ja, dass hier so betont wird, der getaufte Onkel. Es hat eine offenbar herausgehobene Bedeutung, dass das ein Christ ist, einer, der zum Christentum übergetreten ist, der es eigentlich möglicherweise sogar bequem haben wollte. Und der sich nicht dem Risiko aussetzt, zwischen den Religionen zu stehen. Wenn Sie noch einmal, wenn wir kurz darauf zurückkommen, dass er den getauften Onkel hervorhebt. Es war nun mal aus der Familie der Mutter, soweit es mir bekannt ist, der einzige, ein Halbbruder der Mutter, ein etwas jüngerer Halbbruder, der sie eben hat taufen lassen. Aber vor allem wichtig ist, dass er ein Jahr vorher gestorben ist. Und er war in der Tat derjenige in der Familie, der ein bisschen als das schwarze Schaf galt, sicherlich auch wegen der christlichen Taufe. Aber mehr noch genau betreffs dem, was Herr von Bülow gerade ausführte, dass sein Leben als gescheitert betrachtet wurde. Er hatte eben nichts Besonderes erreicht. Und wenn Kafka hier sagt, er ist auf dem gleichen Weg, obwohl das nicht sein Ziel ist, aber der Onkel hatte sich vielleicht auch etwas ganz anderes vorgestellt, wie es ja im Brief drinsteht,
dann ist das natürlich bereits ein sehr, sehr, sagen wir, pessimistischer Zug, der da reinkommt. Wie gesagt, der Onkel ist seit einem Jahr tot, da war nichts mehr zu leisten. Und Kafka ist nolens volens, vermutlich auch in seiner letzten Lebensphase, ist jetzt gerade seinen Beruf losgeworden, könnte also etwas machen, sieht aber trotzdem noch die Gefahr, dass er genauso endet wie dieser Onkel. Dann auch vielleicht mit all den grundlegenden Zweifeln, die es für einen getauften Juden bedeutet haben muss, zu sterben. Bis dahin, dass auf dem Begräbnis von ihm, soweit es mir bekannt ist, eben auch nur ein Teil der Familie überhaupt vertreten war. Es war wirklich eine Art Outcast dieser Sippschaft. Und dementsprechend ist der Vergleich mit ihm wahrscheinlich so ziemlich das Deprimierendste, was Kafka überhaupt schreiben konnte. Er schreibt ja auch dort, dass er sich fürchtet vor der Einsamkeit, die noch größer dadurch wird, dass er sich mit den Leuten nicht verständigen kann. Das kann einmal auch an der Sprachsituation liegen, aber auch an der religiösen Situation. Vielleicht kann man an der Stelle nochmal zurück zu der Stelle, die wir vorhin hatten, nämlich diese tschechische Stelle. Kafka konnte Tschechisch, er hat es in der Schule gelernt. Und also es ist auch überliefert, dass er zum Beispiel mit Max Brod, als er mit ihm in Paris war, haben die sich Tschechisch auf der Straße unterhalten. Er konnte das wirklich gut, aber trotzdem waren die Dorfbevölkerung da, wahrscheinlich die Hausfrau eingeschlossen, für ihn Fremde. Wobei ich diese Stelle, aber das mag ein Missverständnis sein. Ich habe mich vielleicht davon blenden lassen, dass wir ja alle wissen, wie gut Kafka Tschechisch sprach. Ich habe die Stelle so verstanden, ich kann nicht mit den Leuten hier sprechen, insofern als ist es mir unmöglich, mit ihnen zu sprechen. Ich bin nicht bereit und auch nicht in der Lage dazu, mich auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Nicht, weil ich ihre Sprache nicht verstünde, sondern weil es vollkommen unmöglich für mich ist, jetzt überhaupt mit irgendjemandem, vielleicht außer der engsten Umgebung, Ottler und ihrer Familie, in irgendeine Kommunikation zu treten. Zumindest ist das immer noch die Deutung, die ich präferieren würde. Aber es ist sehr, sehr interessant, darüber nachzudenken, ob dahinter nicht etwas viel Konkreteres steckt. Also ich meinte das so, wie Sie sagen. Also denn, das war ein Missverständnis. Also nicht die Sprache ist und die Religion, das ist jetzt keine unmittelbaren Hindernis. Also er konnte eben Tschechisch. Aber ich meine, die Lebenswelt der Leute, die war eben ganz anders geprägt. Es hätte für ihn einen Aufwand bedeutet, sich da reinzuarbeiten sozusagen und mit den Leuten erstmal so sprechen zu können, wie er mit der Hausfrau dann über das Wetter sprechen konnte und so weiter und wirklich ein Verständnis zu haben. Das ist ja eine ähnliche Situation wie im Schloss, für meine Begriffe. Ja? Also auch dort ist es ja so, dass er merkt, dass in einer mündlichen Kommunikation, wo man eben mit Widerspruch rechnen muss und sofort erfährt, ob man verstanden wird oder nicht, da merkt man schnell, wie viel auf beiden Seiten des Gesprächs, wie viel sozusagen vorausgesetzt wird, was nicht ausgesprochen wird, was man aber wissen muss, um wirklich ein Verständnis herzustellen. Und eigentlich könnte man das Schloss auch insofern lesen als den Versuch eines Menschen, in eine fremde Umgebung sich zu verstehen, was die Leute dort, was sie dort eigentlich treiben. Also dieses, für mich ist der Schlossroman auch insofern eine Allegorie oder so auf das Soziale, auf dieses auch sehr geheimnisvolle Soziale, von dem wir alle abhängen, was aber keiner vollends beherrscht und was doch wie eine Macht einem erscheint. Eine Macht, über die man nicht, von der man nicht lassen kann, aber die man auch nicht ignorieren kann. Jetzt ist nun dieser Brief an einer Stelle doch gerade in diesem Eingangsteil sensationell und lässt mehr Kommunikation zu möglicherweise als der Schlossroman. Da heißt es nämlich zweimal in diesem Eingangs, an dieser Eingangspassage, wir kommen in ein kleines Gespräch. Das wird wiederholt tatsächlich. Und diese Wiederholungsformel ist doch hochinteressant. Die signalisiert Verwundern, wir schaffen das vielleicht wirklich. Da passiert was. Durch dieses zweimal hintereinander, aber nur ein kleines Gespräch. Wir wollen es nicht übertreiben. Das könnte zu nah sein. Das ist wunderschön gelöst an der Stelle. Wir kommen aber bald in ein kleines Zeitproblem. Wir reden. Wir haben ja auch nur noch ein relativ kurzes Stück. Möchtest du dich dessen annehmen? Dieses Stückes nehme ich mich gerne an. Deine guten Nachrichten freuen mich.
Vorgestern, als der Brief kam, konnte ich mich noch freuen. Heute auch wieder langsam. Nach Berlin fahre ich jetzt noch nicht mit. Ottlar ist ja fast nur meinetwegen noch für einen Monat hier geblieben. Da sollte ich jetzt wegfahren? Warum fährst du am 30. Oktober? Auch will ich doch zu der Uraufführung fahren, und zweimal zu fahren scheint mir zu großartig. Und was E betrifft, so hasst sie mich doch, und ich fürchte fast, ihr zu begegnen, und was dich betrifft, so ist doch mein Einfluss, wenn es einen gibt, aus dem Verborgenen jedenfalls stärker, als wenn ich hervortrete. Was mir an Speyer nicht gefallen hat, sagst du selbst. Das Schulgut, die anfängliche Christine und Blanche, ist ungemein schön, löst den verhärtesten Sinn, aber dann sinkt seine Hand. Man kommt mit dem Lesen diesem Sinken kaum nach. Es gibt dann freilich auch noch genug ehrenwerte Stellen, aber nicht mehr. Andererseits kündigt sich der spätere Niedergang doch auch in der ersten Hälfte schon an. Etwa die bequeme Charakterisierung der Mitschüler oder das Einleitungskapitel. Wenn einer in der Novembernacht zum Zweck von Vergleichen zwischen tibetanischer und deutscher Stille das Fenster aufmacht, möchte man es ihm am liebsten wieder zuschlagen. Hier sind Übertreibungen stürmischer Stimmung. Auch Anna hat mich ein wenig bedrückt und jedenfalls mir wenig Freude gemacht. Überdies habe ich es fast zweimal gelesen. Einmal für mich und dann noch an 16 Sänge für Ottlar. Ich erkenne ja das Meisterliche im Bau, in den geistreichen und lebendigen Gesprächen, in vielen Stellen. Aber was für ein Schwall ist das Ganze. Und keiner der Menschen außer Just lebt für mich. Dabei denke ich gar nicht an das vollkommen lächerliche, unwürdige Komödie, an Erwin zum Beispiel, der nie gelebt hat, nie gestorben ist und immerfort aus seiner Grabattrappe gezerrt wird. Wir können nur noch mit Lachen von ihm lesen. Oder an Thea oder an die Großmutter. Du liebst nicht Anna, sondern E und liebst nicht Anna E's wegen, sondern liebst E wegen wieder nur E und selbst Anna kann dich daran nicht hindern. Am liebsten sind mir die Herrnhuter und so unbedingt, wie du es dargestellt hast, ist nicht Partei gegen sie genommen. Und sie hatten im Auge unleugbar ein seltsames Glänzen, tief und gut. Viel Glück in Berlin. Hier wird es verwirrend. Es geht um Beziehungen, und zwar diejenigen von Brot und allerlei Literatur, die als kritisch erlebt wird. Ein Schwall. Es geht um einen Text unter anderem von Gerhard Hauptmann, ein ländliches Liebesgedicht, das zwar zelebriert, aber doch als fremd und eigentümlich wahrgenommen wird. Wo stehen wir am Schluss hier im Brief? Ich würde sagen, wir sind erstmal wieder in einem sehr privaten Zusammenhang. Das ist der persönlichste Teil des Gesprächs zwischen Brot und Kafka, denn hier tauschen sie sich über gemeinsame Lektüren aus. Brot hatte unmittelbar vorher Kafka dieses Buch von Speyer, Wilhelm Speyer, zur Lektüre empfohlen und Kafka liest es und teilt seine Eindrücke mit. Anna weiß ich nicht, ob das auch Brot gelesen hat, aber es ist hochwahrscheinlich. Wenn Hauptmann zu der damaligen Zeit etwas Neues publizierte, las es natürlich die gesamte gebildete deutsche Leserschaft. Das ist gar keine Frage. Und es geht natürlich auch um Brot selbst, mit einer Komödie, für die er nach Berlin fährt, weil sie dort aufgeführt wird, Clarissas halbes Herz. Das ist das Lustspiel, was oben erwähnt wird, weshalb er nach Berlin fahren wird, wo Kafka auch gerne hinkäme. Das heißt, hier sind wir wieder auf einer ganz abstrakten oder sagen wir sogar sehr konkreten schriftstellerischen Ebene, die aber gar nichts mehr mit dem zu tun hat oder zu tun zu haben scheint, was vorher verhandelt wurde. Es ist, als hätte Kafka einen Bruch in diesem Brief vollzogen und würde alles auf die Oberfläche der Literatur übertragen. Aber gleichzeitig wird in diesem Brief, das kommt am Ende dann sehr deutlich heraus, mit E und A, also das Verhältnis von Emmy, der Geliebten von Brot, und A, Anna, die Figur in dem Hauptmann-Gedicht, wird dann doch wieder ganz viel ausgesagt auf indirekte, aber eben literarische Art, was dann wiederum eine Art Lebenshandhabung für Brot gestattet. Und so gesehen ist das, glaube ich, ein Teil des Briefes, wo Kafka ganz bei sich ist, auch ganz in dieser Freundschaft aufgeht. Das ist der sozialste Teil in diesem Brief. Aber natürlich auch wiederum derjenige, der am wenigsten über Kafka erzählt, gerade weil es so nah bei ihm ist. Hier ist er ganz literat und hier ist alles Literatur. Ja, genau so ist es. Ich finde ich das auch. Es ist praktisch jetzt hier wieder wie so ein Rahmen,
am Beginn geht er ja ein auf den Brief, den er von Brot bekommen hat. Und nun geht er zum Schluss nochmal ein auf Fragen, die ihm Brot im letzten Roman, im letzten Brief gestellt hat. Nämlich zum Beispiel die Frage, was hat dir eigentlich an dem Speyer nicht so gefallen? Ich fand den großartig. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, diesen Roman aus dem Archiv zu holen. Ich finde, der Roman heißt Moment mal. Schwermut der Jahreszeiten, ist im selben Jahr 1922 erschienen bei Rowohlt, also ganz aktuelle Lektüre. Und das ist ein erstaunlicher Roman, ne? Also das ist die Rahmenerzählung, auf die Kafka ja auch eingeht, diese tibetanische Stelle und so weiter. Das bezieht sich darauf, dass der Held dieses Romans, der leidet, er steht kurz vorm Tod und will nochmal sich die großen Szenen seines Lebens vergegenwärtigen. Daraus besteht denn der Roman. Aber das ist natürlich für Kafka eine Situation, die ihm bekannt vorkommt. Und dann geht es eben los mit der Schulzeit. Das ist dieses Schulgut, was da erwähnt wird. Und da muss man dazu wissen, dass Wilhelm Speyer war in dem Landerziehungsheim Haubinder, wo auch Walter Benjamin war. Die beiden kannten sich auch gut. Und dort war ja Hermann Lietz, das war das erste Landschulheim. Und man liest mit Erstaunen in diesem Kapitel, dass dort nach dem Abitur der Romanheld selbstverständlich mit dem Lehrer in einem Bett schläft. Das ist heute ganz unglaublich. Und man weiß aber, dass Kafka gerade dieses neue Schulprojekt, sehr geschätzt hat. Er hat da darüber auch gegenüber, ich glaube, Oskar Baum sehr viel Lobendes erwähnt. Und der andere Roman, der ist auch nicht alt gewesen damals, das ist Anna, wie heißt der Untertitel? Ländliches Liebesgedicht, das ist ein Stück Versen. Genau, und zwar in 24 Gesängen, also wie Homer. Und ich finde da das war noch üblich, das war nicht so ungewöhnlich eigentlich in der Zeit. Also. Ja, anscheinend. Ne? Und das ist, es ist wieder die ländliche Szene, die Kafka auch wegen des Schlosses und so vielleicht geschätzt hat, aber es ist natürlich ganz idyllisch und ich finde es hier ganz charakteristisch, also immerhin hat er es zweimal gelesen, ne? Ich finde ganz charakteristisch, dass er eigentlich die einzelnen Bösewichte dort, denen gilt seine Sympathie, ja. Also diesem Just, der auch einer, der im Leben ständig scheitert und da noch die arme Anna verführt hat, die schätzt er. Und dann die Herrnhuter, die dort wirklich als absolute Finsterlinge geschildert werden, die arme Anna schließlich zwangsweise verheiraten, gerade die findet er interessant. Ja? Das finde ich schon bezeichnend. Ich finde auch interessant, dass Kafka so nach Stellen liest. Ne? Also er verdammt nicht im Großen, also nicht pauschal, sondern er spricht immer von Stellen. Es gibt gute Stellen, es gibt schlechte Stellen, das ist gut, das ist nicht gut. Also es ist ein sehr differenziertes Urteil, was man vielleicht als Literaturkritiker gar nicht so, da möchte man ja immer wissen, ob man jetzt, ob ja oder nein. Aber so differenziert ist es dann auch nicht. Also die Worte, die er findet, sind doch deutlich. Ein Schwall ist das Ganze und Übertreibungen aller Storm und dergleichen. Das ist ja doch sehr viel deutlicher, könnte es kaum sein, dass da nebenbei auch noch eine Figur ist, die dann interessant ist. Hat natürlich seinen Charme. Und spannend ist hier, finde ich, die identifikatorische Lektüre, die natürlich heute keiner mehr in dieser Form durchführen darf, ist natürlich schwer verpönt. Aber Just lebt für mich. Das ist eine starke Aussage. Aber könnte es nicht auch die Bedeutung sein, ich dachte es eben schon, als Sie es vortrugen, Just lebt für mich. Das heißt, es ist eine lebendige Figur, im Gegensatz zu allen anderen. Ich bin mir nicht sicher, denn natürlich ist viel sympathischer zu betonen, Just lebt für mich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es so meint. Ja, dann Intonation ist eine spannende Sache in dem Fall. Ne? Also, wie mag das Brot gehört haben, wäre spannend zu wissen. Das ist eine der vielen Fragen, die wir offen lassen müssen und die auch immer offen bleiben, wenn man Kafka interpretiert. Ich weiß nicht, vielleicht können wir zum Schluss, um auch nochmal ein bisschen Abstand zu gewinnen, einige Worte über das Schriftbild verlieren. Darüber haben wir noch gar nichts gesagt. Ich finde auffällig, dass Kafka offenbar das in einem Zug geschrieben hat.
Er hat keinen Entwurf gemacht dazu. Auch diese Stellen, die am Anfang, diese langen Klammerzusätze, die sprechen eigentlich auch dafür, dass er dann gedanklich schon woanders war und dann aber mühsam sozusagen wieder zurückkam in den Satz. Aber trotzdem, wenn man das bedenkt, wie fantastisch und genau anschaulich und auch analytisch scharf er doch formuliert. Das ist doch wirklich sehr erstaunlich. Und wenn man das Schriftbild anguckt, dann ist es, vielleicht haben Sie es gemerkt, wenn auch unsere Zuschauer, wenn sie mitgelesen haben, im ersten Moment, finde ich, wirkt diese Schrift immer so, als ob sie schwer lesbar ist, so krakelig. Wenn man aber mal versucht, das zu lesen, dann merkt man, die kann man ganz gut lesen. Die ist eigentlich sehr eigenwillig, aber es ist sehr gut zu lesen, sehr deutlich. Vielleicht liegt es auch an der Form des Briefes, dass es in einem Guss geschrieben ist und eben nicht abgesetzt, nicht gestrichen, sondern er Ja. weiß sehr genau, was er schreiben will, speziell in dieser Schlusspassage, die dann zum Teil intim ist und zum Teil ganz abstrakt. Da geht es um Dinge, die nicht mehr prekär sind oder schwierig und nicht darum, dass hier das letzte Wort zu gelten hat, sondern das ist auch in die intime Kommunikation hineingeschrieben. Und gleichsam finde ich es wirklich erstaunlich, darauf hatten wir ganz am Anfang ja schon hingewiesen, wie exakt dieser Brief den Raum füllt, der ihm zur Verfügung steht. Es ist ja wirklich am Ende eine sehr präzise, aber gleichzeitig gar nicht mal knappe Charakterisierung der drei verschiedenen Literaturstücke, die er da beschreibt. Und dass das so schlüssig aufgeht, bis hin zum allerletzten Zitat, gut, da wird es dann unten ein bisschen enger, das sieht man, also da hat er etwas Schwierigkeiten. Ich würde mal sagen, die letzten drei Zeilen, da hätte man auch zwei normalerweise gern gesehen. Aber es ist schon ein verblüffendes Gespür für den Raum, der ihm zur Verfügung steht. Und das ist etwas, was mich immer wieder wirklich erstaunt bei Leuten, die viel handschriftlich tun, dass sie ein fantastisches, strukturierendes Gefühl für den Raum haben, der ihnen zur Verfügung steht. Die entwickeln ihre Gedanken räumlich, insofern, wie viel Platz ihnen zur Verfügung steht, um sie niederzusetzen. Das ist ein ganz anderes Schreiben als auf einem Computerbildschirm, der potenziell unendlich ist. Und ich fürchte, das merkt man diesen Texten auch an. Ich finde auch, also auffällig ist ja auch, dass er schreibt nicht wie damals in Deutschland noch geschrieben wurde, nämlich die deutsche Schrift, sondern das ist eigentlich so eine Mischschrift. Dieses R hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus sehen, das R ist deutsche Schrift, aber das E ist lateinische Schrift. Und das ist typisch für die Prager deutschen Schriftsteller, weil die Tschechen eben lateinische Schrift geschrieben haben und man konnte sich besser verständigen, ne? Als wenn man noch das Problem gehabt hätte, eine andere Schrift zu lesen. Und wenn man jetzt die Schrift ist ja immer ein soziales Ereignis auch, ne? Also Schrift kann man, die Schrift ist da, bevor man geboren wird, die wird einem beigebracht. Und was man als erstes lernt, ist eine Schulschrift. Das hat sicherlich Kafka auch getan. Und was dann die Handschrift ausmacht, das ist eben sozusagen wie soll man sagen, das Ausschreiben oder so wird das genannt, ja? Also das Verlassen der Norm. Und ich finde, Kafka hat das irgendwie zu einer besonderen Form tatsächlich auch gebracht, dass er auf ganz eigenwillige Weise wohl die Schrift als solche erkennbar, gut lesbar gemacht hat, aber trotzdem ganz eigene Figuren hier erfunden hat, die er auch beibehält, ne? Das ist auch eine große Stetigkeit bei ihm. Ja, was interessant ist, sind die Striche. Die wirken beinahe so, als hätte man mit dem chinesischen Pinsel gearbeitet. Hier, ne? Ja. Eine bestimmte Form und Ja. dadurch natürlich auch sehr leicht wiedererkennbar, dass es ein Kafka-Skript ist. Und Wir haben ja in Marbach auch den Nachlass von Ludwig Klages, der eine große Handschriftenkunde geschrieben hat. Und der geht ja ganz so symptommäßig vor und gibt da so wie so einen Code wieder. Und bei ihm gibt es auch diesen fetten T-Strich, ne? Das das ist ist irgendwie was. natürlich schwieriges Terrain, wenn wir in die Ja. Graphologie eintauchen, dann und Also ich eventuell finde das auch auch vollkommen, topologisieren, dann wird also es für ihn ist es kompliziert. ein Zeichen der Herrschsucht für Klages. Da zweifeln wir dran. Zumindest bei Aber die Kafka ist der Begriff Herrschsucht, glaube ich, wirklich einer der obskursten, der mir je begegnet wäre. Ja, da sieht man, wie falsch eben solche 1:1-Deutungen liegen, wenn sie
sozusagen nach dem Muster eines Codes funktionieren sollen. Und genauso kann man eben Kafka-Texte eigentlich auch nur immer andiskutieren, aninterpretieren. Sie merken, ich versuche zum Schluss zu kommen. Das klingt nach einem guten Schlusswort, was falsch ist, was man nicht interpretieren kann. Mir ist noch das Mäuseloch im Sinn, in dem man sich einrichten kann oder auch nicht. Und ich glaube, es ist in der Zeit, Tatzeit, sich. Ich sehe noch einen Kommentar. Vielen Dank. Immer gerne. Es ist in der Tat Zeit, sich in seinem Mäuseloch einzurichten, denn das Wirtshaus kommt derzeit nicht in Frage, wenn Sie mir diese Plattitüde verzeihen. Einen schönen Abend und hoffentlich auf bald mit Kafka oder anderen Autoren in diesem Kanal. Wir werden die Pandemie versuchen, auf virtuelle Weise zu überbrücken, bis wir uns dann wieder physisch sehen können und in großen Räumen kleinformatige Texte feiern können. Vielen Dank. Ja, auf Wiedersehen.